Ich möchte mich bedanken für die Nominierung von der Firma Lungau Dach. Ich war nicht beleidigt, wenn sie mich angenommen hätten, aber wir nehmen die Herausforderung gerne an. Bier trinken hat auch seine Ruhe. Jetzt ist was passiert. Jetzt sind wir nominiert worden. Bei der Grillpool Challenge. Nein, sind nicht. Die Firma Lungau Dach hat uns nominiert. Was sieht man da? Nehmen wir mal so eine Herausforderung. Jawohl! Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Was kann man denn für? Hupfen einfach in die Dauer rein hinten, oder? Oder wir könnten ja in so Wanderung vorverlegen. Wir gehen auf den Dwenger Almsee und hupfen doch da rein. Oder wir bauen einfach in der neuen Halle von der Galerie ein Springbrettlager und springen da rein. Oder wir tun ganz anders und gehen gleich rum hinten und hupfen in den Trugraum rein. Jawohl! Ich werde jetzt mal ein Boot schauen und nachher geht's dahin. Jawohl! Los geht's! Also nachdem, dass die Challenge auch einen karitativen bzw. gemeinnützigen Zweck verfolgt, haben wir uns gedacht von der Firma Holzbau Mautendorf, wir spenden
500 Euro für die anstehende Restaurierung des Christophorusbildnisses auf der Pfarrkirche in Mautendorf. Und damit sich das ganze Radl jetzt weiterdreht, werden meine Mitarbeiter jetzt die Nominierung vornehmen. Als erste Firma möchte man die Firma EGD Trockenbau in Steindorf nominieren. Zweite Nominierung, Fliesengruber aus Steindorf. Und als dritter nominieren wir den Lackner Wolfgang mit seiner Firma Bauvorsprung in Damzweg. Legt euch ins Zeug, Männer! Sollten die von uns nominierten Firmen und Betriebe die Herausforderung nicht annehmen, dann darf es uns freuen, wenn sie uns beim Wandertag im Sommer, Firmenwandertag, auf der Twengeralm oder auf der Metzgeralm auf euch ausnehmen. Ja.